Rüstung. Körper. Rostiger Hammerkopf. Ja, komm, das Schwert nehmen wir auch noch mit. Bernstein. What the fuck was it? Die sieht aus wie der Junge von da oben mit den ganzen anderen Kleidern aus dem Sumpf aus, ja. Ja, weil die halt dieselbe Rasse sind, ne? Ist halt ein, was hat er gesagt, ein Göttling, Halbling? Die sehen alle so aus. Göttlinge. Das ist der Junge, das Mädel war auch so. Große Augen, selber Hautfarbe und so weiter und so weiter. Räumerin, die war oben, war. Lass mich mal gucken, ob ich was tauschen kann. Kritischer Trefferchance, Chance einfrieren. Lassen wir erstmal. Die ist aufgewacht. Was ist denn los, junge Dame? Ist Ihnen der BH ausgegangen? Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut, wir sehen uns dort. Echt jetzt? Echt jetzt? What the fuck, Geralt? Also wenn man hier oben steht, sieht man, wie das Licht in das Haus reinfällt, ne? Was ja auch ziemlich cool ist. Macht das natürlich ein bisschen realistischer. Aber sobald man rangeht, verschwindet das Licht. What? Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinns bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus.
In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Aber weißt du was? Komm, verkauf mir doch das Haus. Ich geb dir 5 Kronen. Herr, ich bitte um Entschuldigung. Okay, 6. Aber nur weil du es bist. Ne? Weil wir Freunde sind. Aber hell sollte trotzdem sein. Ja, eigentlich schon. Guck's dir an. Was denn? Dass du dir auch kein BH leisten kannst? Sieht schon geil aus, das Spiel, ne? Wenn man so guckt. So. Wie viele Details und... Rette mich. Ich sterbe. An Armut. Ganzen Details, wa? Blass. Mensch, hast du Angst? Arminchen? Diese Dirne hat versucht, meinen Mann zu verführen. Mal gucken, wie enttäuscht ich sein werde von Cyberpunk, wa? Mal kotzen. Gesang. Ja, aber ihr müsst sie auch fühlen. Das sind keine Lieder von Blumen in diesem Meer. Durch unsere Kunst sprechen wir über Novigrad und was hier heute passiert. Wir gehen besser nach Hause, Liebste. Singt. Nicht nur tanzen, singen. So, Mädchen, jetzt guck dir den mal an, da mit dem blauen Kleid. Hat auch kein BH. Sehe sehr von hier. Was mit dem alten Waschweib hier? Hm. Auch kein BH. Hilfe, rette mich. Ich sterbe an Armut. Mit denen schon mal gequatscht. Was hast du denn da? Was hat er denn da? Oh, Pigment hat er. Sehr schön. Brauche ich eine? Mutterkornsamen. Brauche ich alle 7? Bis dann. Wir gucken erstmal, ob wir was wir machen können. Alchemie. So, ohne endlich können wir das Drakonidenöl machen. Und sogar das Verbesserte dann. Was ist das hier? Sagt mir jetzt nichts. Na gut, wir machen erstmal das. Dann. Das habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung. Machen wir das hier noch fertig. Das hier. Nice. Sehr schön. Was ist denn das hier für ein Staub? Albedo. Albedo und Pigment. Was ist das denn? Hydragenum. Okay, so weißer Staub. Einmal weißer Staub. Und Bärenfett. Auch wieder Bärenfett. Gucken wir erstmal, ob er diesen weißen Staub hat. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da?
Hast du diesen weißen Staub? Nö, sehe ich nicht. Aber der hat diesen Alkohol. Für 288. War ja gar nichts wert, ey. Für 288. Na, eigentlich haben wir ja noch genug, ne? Auch nicht. Bis dann. So, dann meditieren wir mal eine Stunde und füllen auf. Ich weiß es auch. Verflucht! Ich habe ihm gesagt, er soll seinen Arsch nicht hintragen, wo er nichts zu suchen hat. Ein weiteres Anschlagbrett. Stimmt, wir hatten ja hier drei Stück gehabt, ne, in der Stadt. Und da oben ist nämlich auch noch eins. Prusa Ngoss. Am kommenden Dienstag erfolgt eine Lieferung der aktuellen Prosa Kadenz an das Lagerhaus beim Platz des Hierarchen. Nur für Großabnehmer. Warnung an Neuankömmlinge. Neuankömmlinge seien hiermit gewarnt, dass in Novigrad das ewige Feuer und nichts als das ewige Feuer verehrt wird. Jedwede andere Religionsausübung gilt als Akt der Ketzerei und wird im vollen gesetzlichen vorgesehenen Umfang, also durch öffentliche Verbrennung, bestraft. Namentlich sind das Tragen anderer Göttersymbole, das Durchführen von Ritualen zu Ehren anderer Götter und das Predigen anderen Glaubens verboten. Seine Exzellenz Cyrus Engelkind, Himmelfahrt, Hierarch des ewigen Feuers. Achtung, ein Dieb. Vergangenen Sonntag wurde in den Keller des Kaufmanns Ging Lambordi eingebrochen und ein Fass Dreifachmet wurde entwendet. Ungefähr zur Zeit des Einbruchs wurde ein dünner, kahler Mann dabei beobachtet, wie er kichernd ein Fass die Straße herunterrollte. Ferner hörten Zeugen, wie er unanständige Lieder sang, in denen er sich Odrin nannte. Wer weiß, wo der Verdächtige sich aufhält, wird gebeten, sich umgehend an die geschädigte Partei zu wenden. Odrin. Den Namen habe ich schon mal gehört. Hatten wir nicht schon mal eine Quest mit dem gehabt? Warnung. An den Klugscheißer, der sich jeden Abend an meinem Türrahmen erleichtert. Wenn du dies liest, dann aufgemerkt, ich habe mir eine vorzügliche Zwergenarmbrust gekauft und sitze im Fenster Tag und Nacht. Bis ans Ende aller Zeiten, wenn es sein muss, und ich warte auf dich. Du kannst dich also entweder auf einem Bolzen zwischen die Augen oder im Arsch freuen. Oder ab sofort woanders hinpissen, du dreckiger Schweinehund. Olbras Wiegermann, Vorarbeiterallee 1C. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Ich bin damit nicht gemeint. Ja, ich pinkel auch nicht draußen. Ich finde das auch immer widerlich, wenn da irgendwelche Leute am Rand irgendwo stehen und da irgendwo hinpissen, ey. Mitgetreue der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausame Art zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit Nachforschungen zur Aufklärung des Verbrechens begonnen und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen.
Ebenso sei hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesen Verbrechen verschweigt, mit Folter, Einkerkerung oder sogar dem Tod bestraft wird. Feldwebel Gilbert Witschke. Gewinnt. Wimmel Vivaldi betrügt. Wimmel Vivaldi betrügt. An alle Gewinnspieler. Der Zwergenbankier Wimmy Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Underling-Tricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karten verlangt, ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Ein wohlmeinender. Ohne Umschweife meine Karten verlangt. Kriegt man die Karten der Gegner, wenn man gewinnt? Nein, das ist der Trug. Und du bist besoffener. Ich stehe darauf. Du würdest mir große Ehre erweisen. Eine bekommst du. Ah, okay. Also ist so ein bisschen wie bei Final Fantasy VIII mit dem Kartenspiel, nur dass man ja da verschiedene Tauschregeln haben kann. Nicht nur Single, sondern auch Different und so. Oder Full. Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Naja, vielleicht geben sie mir irgendwann mal Informationen oder so. Man sollte sich immer relativ gut stellen. Vielleicht nicht mit den falschen Leuten, aber... Wenn das Metzger sind, ich will nicht, dass sie mir die Rindersuppe spucken oder so. Na schön, nehmt das. Das nennt man Gildenloyalität. Danke, Meister. Wir trinken einen auf dich. Ja, trink nicht zu viel. Ich möchte noch irgendwann mal Fleisch bei dir kaufen. Echt jetzt? Hast du mir gerade voll ins Gesicht genießt? Komm schon, das war nichts. Das ist eine Frau, oder? Und da hinten rennt ein Kind. Auf der Stelle. Seht ihr das auch? Okay, erstmal gucken wir uns das buggige Kind an. Was bestimmt relativ schnell langweilig wird. Und danach gehen wir mal zu dieser Frau mit den roten... Ich glaube, ich habe mich bepisst. Im roten... Also so viel Sport wie du machst, kannst du so viel essen, wie du willst. Du bist nicht fit. Musst aber noch 2 Kilometer laufen. Hopp, hopp. Die Zeit wartet nicht. Ich ruf meine Mama. Prinz Proximo pustete, putzige Puste, Blumenpuschel, praktisch problemlos. Oh. Hauptmann. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Ei, das tut sie. Ich, eine Frau, bin Kapitän. So ein Scheiß, nicht wahr? Leb wohl. Sei so frech. Leb wohl. Ich würde mich so gern mit einer Frau hinlegen.
Du bist auf. Ein paar Nudeln kochen. Viel Spaß euch noch. Dankeschön, Mienchen. Ich wünsche dir guten Hunger. Lasse die schmecken. Ich hoffe, die sind nicht zu hart. Ruhig ein bisschen weicher kochen. Leute. Lass mir was übrig. Ich komme nachher vorbei, ne? Bert. Wo bist du denn? Stehst du auf dem Becher? Behalt deine Pfoten bei dir. Kannst ja nicht mal Klamotten leisten. Hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Guten Appetit, Mienchen. Lass es dir schmecken. Irgendwo falsch abgebogen. Da. Leute. Hier muss ich rein, wa? Oder andere Seite? Nee, hier ist auch okay. Bürgerinnen der freien Stadt Novigrad. Meister Lehmhut, das bin ich. Ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer, der den Rambock unterwerfen will. Ja, machen wir mal, oder? Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Der hat schon dicke Oberarme, ey. Mach schon, verdammt nochmal! Du! Das war's. Du! Jetzt bist du dran. Hallo? Wie wär's mal mit Blocken? Hallo, Blocken. Oh. Voll Energie gehabt. Oh. Unser Sieger und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Hier ist dein Preis. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Und dann ist da noch Mortimer, Hauptmann der Wache. Den findet man meist beim Ochsenfurter Tor. Willst du Ärger? Pass bloß auf, Graukopf. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Hallo, Griesgram. Was, Griesgram? Tja, du bist schon eine Augenweide. Hallo, Griesgram. Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Was hast du denn im Angebot, genau? Oh, ich nehme erstmal die Karten mit. Wieso denn nicht? Hm, was kann ich denn verkaufen? Ach, ja, egal, aber. Warum wiegt denn das auf einmal nichts mehr? Hat da vorher alles was gewogen? Ich wollte eigentlich gucken, ob ich nicht irgendwas
davon kaputt machen muss. Naja, obwohl. Die paar Lumpen hier. Zusatzinformation. Mhm. Wiedersehen. Stadt. Schmutzige Völker. So schmutzig wie die Individuen selbst. Was mit denen hier? Können sie sich nichts anziehen damit? Du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich schon mal verkloppt? Wo sind die? Sind die oben oder unten? Ist das langweilig? Der Amtmann ist ziemlich streng. Am besten machst du im Gasthaus keinen Ärger. Sieh an, der Herr mit den lustigen Hosen. Ach, drei alte Frauen, ja. Der erste zurück im Hafen. Den Geschmack von. Ich bin froh, überhaupt trinken zu können. Stimmt. Nehmen wir mal an, hier unten ist die Küche, wa? Ah, hey! Tust doch nur so. Aber hier unten kann man sich auch hinsetzen. Mhm. Seltsam sieht er aus. Aber die Frauen sind fasziniert von Gut, dann müssen wir hier oben hin. So. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Als ich gestorben bin? Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden.
Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Ich fühle mich unwohl. Vielleicht mag sie keine Kleider. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der Zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war.
Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Rumpel, Pumpel, ab in die Kiste. Nee, glaube ich nicht. Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Video. Natürlich gibt's sowas. Meistens eins der ersten Mods, die überhaupt für irgendwelche Spiele rauskommen. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Das habe ich auch. Jetzt einfach da steht auf dem Stuhl, ey. Was denn? Noch nie gesehen, kennen wir nicht. Na gut, gehen wir erstmal wieder raus. Aber manche will ich nicht unbekleidet sehen. Die alten, meinst du? Die alten Waschweiber willst du nicht sehen? Dass sie uns bezahlen, liefere ich mich nicht den Schlechtern von Skellige aus. Schon gehört? Was hat dich denn ergraben lassen? Albatros ist nicht zurückgekehrt. Das weiß jeder. Die Mannschaft wurde bestimmt längst Weiße. Geschnitzt. Wie ein Müllersohn. Also ich bin dafür, dass wir auch noch dieses Anschlagbrettchen mal besuchen gehen. Dann kriegen wir nämlich noch mal ein paar Fragezeichen, die wir dann auch noch mal abklappern können. Und extra Aufträge. So.
suchst du was? Du verfluchter Natur. Los, auf ihn! Na komm doch. Da ist er! Auf ihn! Such's doch, du Schwanz! Da. Was hast du denn so graue Haare, Süße? Schinkenbrötchen nehme ich mit. Hühnerbeulen nehme ich mit. Was haben wir dann generell gerade in so einem Inventar? Eigentlich nichts, ne? Sehr gut. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Weißhaar. Ja, der komische Zwerg. Lass mich in Ruhe mit dem, ey. Nehmen wir auch Holzkohle. Sind wir schon von den Schwarzen abhängig? Angeblich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Angeblich? Oh, wer ist denn hier gesucht? Ja, also Nude-Patch gibt es eigentlich immer relativ schnell für irgendwelche Spiele tatsächlich. Was ist denn hier passiert? Ich bin mal weiter einfach weg. In Grovia ist alles etwas sauber. Die Pflicht ruft. Ist das denn hier eine Gruft oder was? Schon komisch, wie manche drauf sind. Von den NPCs oder von den Leuten, die die Mods machen. Hast in Nokmuin ja ein schönes Chaos angerichtet. Die Mangas. Ja, aber die können ihre Abartigkeit ausleben, sage ich jetzt mal damit, ne? Was ja auch gut sein kann. Muss nicht gut sein, kann aber gut sein. Weil wenn man seine ganzen Vorlieben oder seine ganzen Triebe immer unterdrückt, dann explodiert der irgendwann wie so ein Vulkan, weißt du? Es gibt halt Menschen, die können das, ich sag mal, ein Leben lang unterdrücken. Ne? Und dann gibt es halt Menschen, das bricht halt irgendwann aus. Und dann hast du da irgendwelche kranken Leute, die dann irgendeinen Scheiß machen. Nur weil sie halt ihre Triebe nicht ausleben konnten. Schnelles Geld in Zwangslagen. Schnelles Geld benötigt. Die verfluchten Anderlinge in der Valdidi-Bank erklären einem für nicht kreditwürdig. Komm zu mir. Kein Papierkram, keine Fragen, keine Limits. Kredite in kacklandischen Franken verfügbar. Janne Joker. Jahresverzinsrate 700%. Die will das Achtfache wieder zurückhaben. Oh. 700%, die will das Achtfache wieder zurückhaben. Ist auch krass, oder? Gleich mal mitnehmen. Porträtkünstler gesucht. Ich suche einen Porträtmaler, der ein Bildnis meiner geliebten Tochter anfertigt. Das Porträt dient der Finalisierung des Verlobungsvertrags mit einem jungen Mann aus Kovir. Hinweis: Das Werk sollte kein übertriebenes Gewicht auf Realistik legen, sondern vielmehr den Charakter meines Lieblings versinnbildlichen. Martin Erhardt. Hm.
Also nicht die natürliche Schönheit, sondern die innere Schönheit soll er malen, ja? Gesucht, Triss Merigold. Von Augenzeugen wurde bestätigt, dass Triss Merigold von Maribor, bekannt als 14. des Berges und Mitglied der berüchtigten Loge der Zauberinnen, sich gegenwärtig in unserer schönen Stadt aufhält. Wer Informationen über ihren Unterschlupf, ihre Pläne oder Komplizen hat, ist nach dem Gesetz der Götter und Menschen verpflichtet, sofort den nächsten Außenposten der Stadtwache zu unterrichten. Wer der Hexe hilft, ihr Lebensmittel gibt oder Unterkunft gewährt, wird mit ihr brennen. Lektionen in guten Umgangsformen. Mit welchem Messer wird der Fisch gegessen? Darf eine Dame sich bei heißer Witterung ohne Strümpfe herauswagen? Hält man ein Weinglas, ein Weißweinglas am Stiel oder am Kelch? Wer den Umgang mit der feinen Gesellschaft Novigrads sucht, erhält gegen geringe Gebühr die Antworten auf solche und ähnliche schwierige Fragen von Graf Naugatte, einer weltweit anerkannten Autorität in Sachen gute Umgangsformen. Odrin, den hatten wir schon. Nilfgaardisches Kulturfest abgesagt. Es schmerzt nicht, also es schmerzt mich, mitteilen zu müssen, dass angesichts der jüngsten Ereignisse die Entscheidung getroffen wurde, das Nilfgaardische Kulturfest abzusagen. Botschafter war Atre. Ja, ist halt so, ne? Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und es gibt viel zu sehen. Dies hier ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Aramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wie bist du an die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennen. Aramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. Mhm. Schon gut, ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht. Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Wo hat Aeramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Ochsenfurt. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du hast. Was hat er denn Schönes? Trank der Leerung fügt allen Fähigkeitspunkten, in denen Fähigkeit entwickelt wurden, verfügbaren Punkten hinzu, sodass sie neu gesetzt werden können. Ach so, das Ding. So ein Reset, ne? Eine Armbrust. Elfenarmbrust. -3 Schaden für Stufe 21? Habt ihr sie noch alle? So, Eidechsenfigur brauchen wir. Jadefigur brauchen wir. Was ist das? Alter Wein aus Tossand brauchen wir. Glamaria. Hab ich schon mal gelesen. Stampelfort Staub gewinnt ein Wunder Leitfadenbuch. Zeigt auf magische Weise die Anzahl der Karten an, die in der Sammlung noch fehlen. Okay, nehmen wir. Der Pferdepfeife. Eine Laute, eine Trommel. Enthält Zusatzinformationen. Ah, guck mal. Ah. Das ist ein normales Buch, das hat nichts Besonderes. Und das ist ein relativ gutes Buch. Hat auch Zusatzinformationen, aber das ist ein Ausrufezeichen. Nehmen wir mal mit. Interessiert mich. Okay. Ach guck mal, das sind jetzt direkt Questgegenstände, aber hier sonstige, hier steht auch
Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Ich lasse das mal lieber noch. Okay, hier kann ich Fleisch verkaufen, wenn ich will. Chance auf Vergiften. Und Alchemie-Dinger kann ich verkaufen. Handwerk. So viel brauche ich doch gar nicht, oder? Verkaufen wir ein paar Sachen hier. Leder. Bleiben wir mal bei 30. Mehr brauche ich glaube ich nicht. Wiedersehen. Statuette eines Mannes, nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Ich muss Triss danach fragen. Was hat er hier so? Ein Buttermesser. Mhm. Wieso hört sich das hier an, als wäre ich in der Tropfsteinhöhle? Ja, da haben wir ja einiges jetzt dazu bekommen. Finde ich aber auch jetzt nicht so schlecht. Die erstaunlichen Fälle der Vitriosen Vega. Kann eine Hure jemals züchtig sein? So fragte Vega sich allmorgendlich und schwor sich stets aufs Neue der Welt zu beweisen, dass die Ausübung des ältesten Gewerbes der Welt keine Züchtigkeit ausschließt. Diese Entschlossenheit bedeutete nicht nur Schwierigkeiten für sie selbst, sondern auch für Gaspare del Bruelle, den langjährigen Freund der Mutter, der Vega aus persönlichen Gefallen in seinem Etablissement angestellt hatte. Den strammen Straps der armen Gaspard musste sich fortlaufend Kundenbeschwerden über Vegas Betragen anhören. Doch die Züchtige bestand mit eiserner Entschlossenheit auf ihre Prinzipien. Niemals war sie bei Lichte zu haben, stets wendete sie mächtig errötend den Blick ab, wenn sie eines männlichen Gliedes ansichtig wurde. Gaspars größter Kummer jedoch war die Tatsache, dass die virtuose Vega unter keinen Umständen eine Bezahlung für ihre Dienste annehmen wollte. Gewinnt ein Wunderleitfaden, der Foliant in deinen Händen in Auftrag gegeben von allergnädigsten Herzog de Berry, bedient sich Magie der geheimsten Sorte, um zu zeigen, welche Gewinnkarten derzeit in der Sammlung fehlen. Du musst ihn nur öffnen und denken, wie wäre es mit einer Partie Gewinnt? Dann erscheint Folgendes. Wählen 22, Novigrad 18, Skellinge 26, Weißgarten 7, Königliche Burg Winzine, eine Kermohan, eine Anzahl neuer Karten, die noch bei Spielern ohne besonderen Ruf oder außergewöhnliche Fähigkeit gewonnen werden können, 43. Anzahl neuer Karten, die bei Spielern ohne besonderen Ruf. Okay. Alles klar, Leute, alles klar.
Gehe zum Rosmarin und Thymian. Stufe 11. Machen wir. Ist immer so ruhig hier, wa? 4 Uhr morgens. Keiner mehr auf den Straßen. Alle sind weg. Schau, ich dachte, da kann ich irgendwas mitnehmen. Ja, kann ich tatsächlich. Aber nur von der Seite. Genau, ich wollte eigentlich nochmal hier kurz rein. Der ist gar nicht da, oder was? Hey, Hofner, wo bist du? Ist er noch am Pennen, oder was? Abgeschlossen. Aber hier draußen lässt er alles draußen liegen, ne? Okay, warte mal. Wir machen mal Meditation und warten bis um 6. Da ist er. Kann ich mal meine Frisur ändern? Grüß sei der gnädige Herr. Rasierer, Scheren, Messer, alles ganz frisch geschliffen. Ich brauche einen Haarschnitt. Kriegst du das hin? Neue Frisur. Lose unter den Knopf zusammengebunden, rasiert bis auf den Pferdeschwanz, lang und offen, offen nicht zu lang. Oben kurz, hinten Pferdeschwanz. Keine Ahnung, wie das aussieht. Wir gucken einfach mal. Ist das die Frisur, die wir vorher hatten? Oh, ich mag ihn eigentlich mit Bart. Bis dann. Ist das die Frisur, die wir vorher hatten? Ja, aber. Oh, guck mal, ist schon länger geworden. Vorher auf jeden Fall kürzer gewesen. Sie lassen Streuner aus Wählen rein? Warum hält die Tempelwache die Tore überhaupt besetzt? Um euch nicht rauszulassen. So sieht es nämlich aus. Entschuldige mich. Sieht aus wie ein Junge, ey. Bist du ein Zauberer? Sieht aus wie ein Junge, das Mädchen. Auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter, Anfänger. Einen Köcher trägt man auf dem Rücken, hast du gehört, Mike? Nur Köcher, keine Schwerter. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? So, dann werden wir mal zum Bordell gehen und dann mit diesem Rotzlöffel reden. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Aber nicht mehr jetzt. Jetzt nicht mehr. Später.